I heard from Papa that you solved the polluted water issue with Sam. In the end, what happened? Tell me all about it. Oh, Ginger getroffen, mit der haben wir noch gar nicht gelabert. Do you remember the Bandarat Prince? It turned out... A talking rat king. Now I've heard it all. Was it scary falling into the ruin like that? Oh, hello there. You want to learn more about me? I do have a health condition that makes it hard to go outside. That's okay. I've developed a few hobbies that I can do inside. Namely, I like to read, and I like, come to think of it, I've been looking for a book called Journey to the East. I know it's a classic, but it's so hard. I heard from Papa that you found the town thief. Oh yeah, by accident, really. You see... What a surprise. Running into the Bandarat Prince like that. But you beat them all. You must be getting good at ruin diving. Wir haben uns vor zwei Sekunden erst getroffen. Die kommt, oh, ich liebe es, seine Geschichten zu hören. There's an abandoned mine over at the edge of the Ufala Desert. It was one of the mines established during the Great Migration south of Etha. There are rumors that... Have you been to the collapsed wasteland yet? I heard there's dangerous, hazardous ruins in there. It's like a restricted area near our town. The ruins are indeed very dangerous. Let me tell you all about it. Wow. So... It's full of dangerous toxins? And there were all types of creatures in there? Sounds like... Sure thing. So, jetzt müssen wir wieder zu Albert. Im Übrigen ist mein PC aktuell auch noch jetzt nicht ganz so heiß wie gestern. Also das Spiel hier braucht definitiv weniger Leistung als... Zum Beispiel Vampyr oder Seven Days, wobei Seven Days, glaube ich, sehr, sehr heftig mittlerweile ist. Seven Days to Die. Was war das denn eben? Bin ich gerade erschrocken. A reading girl, huh? That's good. I like him smart. Come to think of it, I think you can get that book over at the Round Table, Django's Restaurant. You might have to play a game or two, but that's no big deal when you're helping a friend like me, right? Bei der Tafelrunde? Das Buch? Materialien, Reise aus dem Osten. 250. Ich weiß gar nicht, wie viele Abzeichen ich habe. Ah. Oh, jetzt hat es aber ganz schön geblitzt. Oh, 120. Nee, Ritterabzeichen plus 9. Alter, wie viel... Och, willst du mich verarschen? Bin ich jetzt gezwungen, hier die ganze Zeit diese Kackspiele zu spielen? Adlerauge. Bin ich jetzt die ganze Zeit gezwungen? Wow. Okay. Ich glaube, ich muss die Fenster zumachen. Bin ich jetzt die ganze Zeit gezwungen, hier diese Kackspiele zu spielen? Damit ich genug Dingens krieg oder was? Oh, das ist ja voll. Ich hasse sowas. Ah, toll. Yay. Kinderlein, weißt du, was ich mache? Ich pausiere das hier jetzt und mache das offline und wir sehen uns dann am besten gleich wieder, wenn ich die 120 Punkte habe, weil ansonsten, glaube ich, dauert das viel zu lange, weil wir müssen diese Quest halt beenden. Oder müssen nicht, aber ich würde sie gerne beenden und ich will euch ungerne damit belästigen, dass ich hier eine Dreiviertelstunde lang diese Dinger mache, bis ich endlich fertig bin, ne? Weil 250... ist halt doch leider Gottes schon ein winzig kleines bisschen viel. Und dementsprechend sehen wir uns dann gleich wieder, ne? Also bis gleich. So, da wären wir wieder. Wir haben mittlerweile sogar über 300 Abzeichen gesammelt.
Und ich habe jetzt gar nicht versucht, irgendwie den Rest zu spielen. Das war irgendwie, finde ich, das Einfachste. Und wir kaufen das Reise aus dem Osten Buch für die gute Frau. Ja. So, und jetzt? Ah. So, bitteschön. Thanks a ton, my friend. Don't think any less of me for pursuing a girl in such a roundabout way. It gets complicated when your best friend is her brother. Boah, Alter, kommt hier gerade ein kalter Wind rein. Da kriege ich ja richtig Gänsehaut, aber ich freue mich drüber. Ja, buff mich nicht an. Das ist so ein sinnloses Feature in diesem Spiel, dieses Anbuffen. Vor allem ganz explizit sinnlos wird das, wenn ich da stehe, eigentlich gar nichts mache. Und die dann ankommen, buff mich nicht an, weißt du, laufen an mir vorbei, buffen mich an, aber maulen dann rum, weil ich sie anbuffe. Das ist, das ist sehr strange. Erinnert mich so ein bisschen an die Polizei bei GTA 5, wo die Polizei mich angefahren hat und ich habe dafür einen Stern gekriegt. Auch schön. Genau, den Arbeitstisch wollte ich verschieben. Ist nur die Frage, wo stelle ich den denn mal hin? Den könnte ich eigentlich mal hier hinstellen. Und dann möchte ich das nämlich da hoch. Ich hoffe, der passt da noch rein. Ich hoffe, der passt da dann noch rein. So, jetzt schauen wir mal hier. Alter, was ist denn da draußen los? Der ganze Morgen, seitdem ich das Dingens hab, ist total Ruhe und Frieden. Boah, willst du mich verarschen? Was für ein Krach. 4 Holzsäulen. Und was haben wir hier? 2 große Rohre. Ich hätte gerne die Holzsäulen. Was haben wir denn hier? Geh weg. Wartet mal kurz, ich hab bei dem Hals. Boah, ist das schrecklich. Ich glaube, das war noch so ein Fitzelchen Kokosnuss von meinem Schokokokosnussriegel. Der hing gerade irgendwie im Hals. Das war ekelhaft. So, ich glaube, das ist einmal oben die Ecke und einmal an der Seite. Jo. Was haben wir hier? Da unten. Und ah, da an der Seite, glaube ich. Oh, Mann! Verpiss dich! Ach toll, schön, ich bin eine Stunde zu spät, danke. Idiot, ey. Hättest du mich nicht so dämlich angelabert, hätte ich es noch geschafft. Ja, ich weiß, ich schiebe die Schuld wieder aufs Spiel. Das ist normal, das mache ich, das machen viele. So, 4 Holzsäulen. Oh, ich habe Post. Vom Forschungszentrum. Hier ist, wie besprochen, der Bauplan für die industrielle Nähmaschine. Oh, schön. Ich habe einige Änderungen vorgenommen, sodass sie besser funktionieren sollte als die, die Carol vorher hatte. Ich habe außerdem den Nähkopf von Carols Maschine entfernt und mitgeliefert, weil ich nicht glaube, dass wir ihn nachbauen können. Also verliere ihn nicht. Von Mint. Vielen Dank für deine Hilfe beim Tunnel. Mir ist aufgefallen, dass diese Bergbau-KI eine große Bohrspitze zurückgelassen hat. Ich frage mich, ob du uns helfen kannst, damit einen Bohrer zu bauen, um den Bau des Tunnels zu beschleunigen. Im Anhang findest du einen Bauplan, den ich in Vega 5 gefunden habe. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es sieht unglaublich kompliziert aus. Damals hatten sie die Bohrerspitze noch nicht und konnten
dieses Ding nicht bauen. Aber für uns ist es jetzt möglich. Ich wünsche dir viel Spaß. Nochmal Forschungszentrum. In 3 Tagen. Eine große Bohrspitze. Alter, dieser Krach da draußen, ne? So, erstmal hier alles einsortieren. Die Bohrerspitze. Ein spitzer Bohrer. Oh Gott, mir graut schon davor nachzugucken. Der Bohrer. Ach du Schande. Gummireifen, Stahlhülle, Bronzebarren. Ach so, für die Gummireifen. Also ich brauche Gummireifen, einen Sitz, Schaltpult, die Bohrspitze, Jumbo-Reifen. Und 3 Industriemotoren. Ach du Schande. 4 Silikonchips. Ich hoffe, die sind jetzt ein bisschen häufiger in dieser Wüstenruine. Oh, puh. Und die industrielle Nähmaschine. Ah, hier. Hartes Aluminium. Oh Gott. Elektrischer Hochofen. Stahlplatte, Nähkopf. Verbesserter Motor. Lagerung. Gummiriemen. Eieiei. Hartes Aluminium. Ich glaube, das kriege ich in den Wüstenruinen. Ach du meine Güte. Oh, perfekt. Passt rein. Kann ich das drehen? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir. So, wir haben allerdings schon 16 Uhr. Und ich habe noch eine ganze Menge anderes Zeug zu bauen. Boah. Der Bohrer, Alter. Der ist so gigantisch, dass der eine eigene Doppelseite braucht. Jumbo-Reifen. Ach, warte mal, da steht ja. Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Ach, du Scheiße. Guck mal an, was der braucht, ey. Uff, ah, nee, Quatsch. Hier ist. Boah, das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Gut, die Gummireifen, das ist nicht das Problem. Oh, das Schaltpult kann ich auch herstellen. Oh, super. Ein Einzelsitz. Die Stahlhülle muss ich machen. Oh, Jumbo-Reifen kann ich auch machen. Och, schön. Oh, super. Oh, super. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass ich doch so vieles... dass ich jetzt doch schon so vieles machen kann. So. Die Bohrerspitze. Ach ja, genau, die Bohrerspitze habe ich doch eigentlich auch schon, oder? Habe ich da nicht eins bekommen, so eine Bohrerspitze? Ich muss die jetzt erstmal suchen. Weil normalerweise habe ich die doch, glaube ich, im Inventar gehabt. Aber dadurch, dass die jetzt durchs Einsortieren weg ist, kann es eigentlich nur sein, dass ich schon eine hatte. Dass ich jetzt... Guck da! Sag ich doch. Dass ich da schon eine hatte. Flupp. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wo ich die einsortiert hatte. Ich setze die mal hier rein, genauso wie das. Ach ja, warte mal. Pflanzen, Feldfrüchte, Fleisch, Kochen, Pflanzen. So. So, was fehlt noch? Die Stahlhüllen, glaube ich, ne? Und die Industriemotoren. Also 3 Motoren. Mal gucken, ob ich die habe. Da. Oh, da habe ich 4 Stück. Das reicht gerade. Oh, schön. Muss die... Oh, ich glaube, es sind doch andere. Industriemotor. Industriemotor. Oder sind das mehr? 3. Ah, jetzt so.
Der hat das Falsche anvisiert. So, da brauche ich jetzt eigentlich nur noch die Stahlhüllen. Wie schnell ging das denn? Die Stahlhüllen. Wie viele brauchte ich? 3 Stahlhüllen. 3. Ach, muss doch hier gucken. Ich bin verwirrt. 3 Stahlhüllen. Wie viel? Was brauche ich? Ja, toll. 3 Stahlrahmen, 3 Stäbe und 3 Platten. drei Schweißstäbe. Drei Stahlhüllen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da. Okay, da brauche ich doch mal 3. Also brauche ich 6 Stäbe. Whoops. 6 Stäbelein. Oh, schön, unter 28 Grad. Oh, schön. Und was war das noch? Die Platten, genau. Die Platten waren das noch. Hier war das, glaube ich. 3 Stahlplatten. Drei Stahlplatten. So, nochmal schauen. Ja, da brauche ich nur die Schweißstäbe und Carbonstahl. Ja, jetzt heißt es halt gerade wieder warten. So, ich tanke dich mal auf. Und dann gehe ich mal schlafen und dann könnte es im nächsten Ding fertig sein. Normalerweise müsste ich ja erst die Holzsäulen machen, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich dafür habe. So. Aber ich habe diesen Bohrer ja jetzt fast fertig. Ach, leck mich doch. Blöde Kiste. So, zack, fertig. So, 3 Stahlrahmen waren's. Dann die Stahlhüllen. Fertig. So, zack. Das haben wir. Den Bohrerhammer. Dann war das hier. Schalträger Brückenturm. Recycling. Ach nee, warte mal. Das war ja hier, ne? Hier, Holzsäule. Pappelholz. Ach komm. Ich muss das Pappelholz drüben in der Wüste, muss ich holen gehen. Okay, 4 Stück brauche ich. 3 mal 4 sind 12. Da brauche ich 12 Pappelhölzer. Ich brauche also noch 5 Pappeln und halt eine ganze Menge Seile. Die kann ich aber später machen. Also ich muss noch 5 Pappelholz, muss ich sammeln gehen. Was haben wir denn hier? Von Ginger. Hallo, falls du nicht zu mir Mühe machst, könntest du ein paar Topasse für mich sammeln. Das kann ich gerne tun. Von der Handelsgilde. Gestern hast du bei der Inspektion einige Fehler. Ja, ja, danke schön. Ist nicht viel, aber immerhin. So, dann gehen wir rüber, hauen ein paar Pappeln um. Danke. Da. So, wir brauchen noch ein bisschen Pappelholz. Pappel, Pappel. Pappli, Pappli.
Da wird wahrscheinlich kein Pappelholz rauskommen. Nö. Also brauche ich... Ach du Schande. Es ist schön, dass hier gerade keine Bäumchen mehr sind. Außer so ein kleines. Ah, da drüben kommen wieder welche. Ja, toll gemacht. Oh, da sind wieder Knochen. Das nehme ich doch gerne mit. Okay, die scheinen mal nicht kaputt schlagen zu können. Oh, was ist das? Ach, das ist Chili, ne? Ja. Die nehme ich natürlich auch mit. Alter, sind das riesige Bäume. Alter Schlawutzki. Wo muss ich das... Hatte ich da eigentlich eine Quest? Ja, der Bohrer. Carols Nähmaschine, die grüne Mauer. Mach das mal eben weg. Wo muss ich denn das abgeben? Oh, okay, den muss ich oben abgeben. Wie viele habe ich denn jetzt? Papli? 5, ja, das müsste reichen. 5 müsste reichen. Da, 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 da. Oh, dich nehme ich auch mit. Heißen Dank. Da drüben ist es. Die Perücke. Noch eine. Nehme ich auch mit. So. Dann gehen wir da hoch. Dann können wir das gleich abgeben.